Also wenn wir beide schaffen, aber. Ich hab's ja gesagt, dass ich nach der Runde aufhöre. Ja, aber auf Neo hast du jetzt nicht geantwortet. Ja, ja, weil ich beide vorher gesagt habe, dass ich gegangen. Das ist egal, er hat trotzdem gefragt. Ich hab euch gefragt. Dann okay, guck dann dein Stream-Nummer an, da beantworte ich die Frage vorher. In welcher Minute? Rückend. Na, mir muss heute etwas noch mitspielen und Götze wieder. Also dann, bis später. Bis später. Bis dann, ciao. Ja. Aber ich verstehe das Rangsystem nicht ganz irgendwie. Nee, ich verstehe irgendwie jetzt, ob bei mir manchmal das wieder alles zu langsam ist. Ich bin vorhin Kläger, ja? Und lieg und er läuft um die Ecke rum und ich schieß und ich höre nur, wie mein erster Schuss einschlägt. Ich habe ja einen Aufstand zum Schießen. Halt er guckt doch unter und schießt mich weg, auch mit Dauerfeuer. Das kann ja fast sein, wenn er das auf Verdacht macht. Es ist aber fällig wirklich der Rechner verlangt, weißt du? Also ja, und dann gerade Epper. Der hopft oben runter. Ich schieß auf den höheren Briller. Dann gucke ich auf der Seite vorbei. Er läuft, nein, ich schieß schon wieder auf den. Der guckt immer rum, zack, warum und ich fehl. Hat die mittlerweile, weiß der Geier, wie so 200 Zoll 4K-Beamer mit Touchscreen oder was? Ja, 120 Hertz, er ist doppelt so schnell wie du. Und ich hab 144 Hertz und hab das G-Sync drin in dem Monitor. Das sind schon, weil das merkst du schon. Also, da ist schon ein gravierender Unterschied. Das Ding läuft viel flüssiger und du hast viel mehr Bilder. Das sind manchmal Millisekunden bei dem Spiel, wo der Roy hat band. Na, ich glaub's halt langsam auch. Das ist wirklich so. Da hilft auch mein Doppelherz nix. Nein. Klosterfrau mit diesem Geist. Da hilft nur eine gute Flasche Wodka was, dann wird die Welt ein bisschen langsamer. Weiß, hilft Klosterfrau mit diesem Geist. Nein, aber ich wirklich so, als Bondi merkst auch, ich habe auch zum eine Tastatur, die Maus einfach. Du merkst schon alles zu kleine Feinheiten und Geißlaune im Flugzeug zum Kotzen. Ja. Wir dürfen es aber auch nicht überbewerten. Ich meine, wir sind nicht mehr die Jüngsten, ne? Ja. Schneller werden wir nimmer. Da musst du halt ein bisschen so helfen, ja. Ja, gut, schon, aber weißt du, wenn du wirklich hörst, dass der erste Schuss schon eingeschlagen hat. Ja, gut, wenn ja, aber so ein gefeuert hast. Wenn du schon eingeschlagen hat. Ja, Bernd, dann musst du dich freuen, dass du in dem Alter überhaupt noch was hörst. In dem Unterarm am links, in Geislinger Bach, ein paar Hilfestellen aus dem Berg runter und dann rutscht der Rauch an. Da fällt der ganze Hügel ein, Ihr müsst die Eisen. Hier drin, das sagt hier drin. Okay, unter. Ja, ich höre. Die Eisen wurde lokalisiert. Ja. Jetzt weißt du auch, warum ich zum Grillfest nie eingeladen werde. Ja, weil er sympathisch wird, Sabbeschlange ist und lässt dich mit Mugger. Wobei, diesmal war ja meine Frau dran schuld. Entdeckt, entgeschossen. 10 Sekunden bis Einsatz. Ui. 5 Sekunden. Geisel gesichtet. Oh shit, sorry. Wer hat auch geschossen? Nicht mich. Der Rest ist unnötig. Oh. Warte, ich versuche eine Blendgranate durchzuwerfen. Versuch gescheitert. Achtung, das Fall! Deaktiviert! Hast du aufgepasst, oder? Du bist Sauerfall, schieß mir die Wände. Warte, ja. Klar, genau! Du hast schon Brenner! Ja, klasse, jetzt ist schon lange so blöd, Mann! Bau, du hast den Grill, guck mal auf! Das habt ihr wieder, Gönner. Der Bond halt. Du hast den Schießen weg! Ja, unsere! Ich wollte doch links hocken. Play links hocken. Haben. Da hockt noch irgendwas. Ja, auf der anderen Seite hängt auch einer. Scheiße! Alter, den habe ich gar nicht. Werden die heilgeschmissen? Du
Danny ist im Schlaf, der ist halt geschlafen, ist und was passiert. Abstand halten. Entdeckung. Auch das kannst du auf meinem Twitch-Channel ganz genau nachvollziehen. Zeit, eine neue Tür zu sprengen. Ein verbleibender Operator von eigenen Truppen. Da war kein Dennis mehr. Ich weiß, das gibt's oder? Wieso kommen die raus? Ich kann nichts machen. Das scheiß blöde Stromding. 50 Mal Summerspiel mit Termin, kann nicht den blöde Stromfuzzi mit. Wenn ihr den blöde Stromfuzzi nimmt, dann können Termin mit. Das ist doch ein Kotze. Ja, und wenn ihr den Termin nimmt, dann rennst du auf die andere Seite noch. Mhm. So blöd verkackt wieder. Wer? Ja. Der Teamkiller. Habt ihr ihn dann von beiden Seiten penetriert, oder? Nein, ich hab gar geschossen. Ich hab gesehen, hey. Sag Acken, da ist einer. Schießt die Pfeil weg. Der Bomb macht auf und schießt, also schießt ihn weg. Den Raum befestigen. Ja, weil du geschrien hast, da ist einer. Ja, aber ich hab doch keinen... Da runter, da schießt ihr wohl auf. Los. Tür ist sicher! Warum hat er gekillt das gerade, oder? Ja. Warum das? Hey, what doing? Die Position der Geisel ist Eingang bedroht. Ist sicher. No team kill. Es bleiben 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Fuck him away. Hand verstärkt. So, du Arschloch. Pech, Kid. Neu falsch das. Wenn du nochmal meinen Gegner umkillt, kill ich die nochmal um. Fertig ist. Glaub's ja gerade. Macht er da Teamkill? Die glaube ich kriegen Vollvogel. Da kommt einer vom Cockpit. Hm? Also ein Stock drüber, zwei. Okay. Also ein Stock und ein Cockpit laufen vor, ja, zwei Stück. Weil ich zurückreiße in dem Fall. Schild steht! Dauert, bis er da durchkommt, dauert's. Denn ich da, da schon nach draußen. Pass mal auf, ich guck da rein, ich guck da. Oh gut, warte. Oh ja, ne, hab ich aber schon angeschossen vorher einen. Der Termit weg ist schon. Okay. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Ah, von oben. Hm. Der ist auch da. Und zwei Seiten, wo es geschossen ist, ein Kotzer, oder? Und nur weil das eine Arschloch ein Teamkill macht. Sag ich, warum die BB nicht mehr, dass du bald umschießt, wurde mich notschmissen. Aber das ist jetzt bei dem Spiel nämlich geändert, gell? Du musst aufpassen, wenn du zu oft absichtlich Teamkills machst, fliegst du raus. Wirst du gebannt, kriegst du eine Strafe. Digga, lass ihn, ich hab ihn für dich umgeschossen. Alter, kann ich dich auch einmal. Nein, ja, lass ihn, sonst bin ich alle automatisch auch blöd. Das regt mich auf, weil du bist alles so. Gut, dann nimm ich jetzt den Tetscher. Ja. Falls ich wieder wo Strom bin, kann ich nicht springen, bringt nichts. Piece of shit. Was meint er? Keine Ahnung, Piece of shit. Fuck you. Oh, und wenn nur als Barstab jetzt einer schießen um. Das ist halt so ein kurzer, wenn du zwei Pfeil verneigt kriegst. Das ist halt die Gefahr, wenn du immer zwei hast. Da sind sie auf der gleichen Ebene. Ja, auf jeden Fall eins in den Cup kam bei der Tür, oder? Fuck you, piece of shit. Ich habe einen entdeckt, er ist verstanden.
Alle Kennzeichnung, das ist alles. Da wurde halt für ein 15-jähriges Kind der Ballerspiel kriegt hin. Noch 5 Sekunden. Angriffserlaubnis erteilt. Findet die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. Eigentlich Geisel oder? Mhm. Achtung, Feind ist draußen. Bin ich wahrscheinlich normale Sprengung dabei. Und die Wand hätte auch normal aufspringen, ich hab bloß Termit dabei. Konrad, hast du normale Sprengung dabei? Nö. Okay. Das hat unser Schild, unser Stefan. Auch wieder ein blödes Schild vor. Der Knie, dieser Mann hat ihn doch mal. Behind you! Am Nachladen. Fucking! Scheiße, was aufbauen, den da hochverglasen, den Wichs und schießt da raus. Das ist doch nicht normal, ey. Wieso hat keiner normaler Tür springen? Ich krieg gleich den Vollvogel. Was sind die? Da muss ich immer so rumlaufen, dass du das aufspringen kannst. Dann mach was mit Tommy. Munition ist leer! Oh, wow, echt zum Kotzen. Da lebt noch einer, der schießt weg. Kapkan ist schon mal da. Nur noch ein Gegner übrig. Wir hatten. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Der er macht das. Aber Englisch ist nicht so seine Stärke. Nein, ich glaube nicht, ich weiß nicht, wo der herkommt. Oh, der schwätzt ziemlich leise. Ja, leise ist auch, das muss ich schon, der ist schon relativ leise. Mal zuhalten. Wir beleidigen. Oh, das war garantiert nicht leise. Das war so eine Mischung aus Schwäbisch und Englisch. Hot. Quatsch, das war rein Schwäbisch. Wichsel und was drauf. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Gegnerdrohne hat die Geisel lokalisiert. Auf Angriff vorbereiten. Tür ist sicher! Magazinwechsel! 10 Sekunden. Ab. Nur noch 5 Sekunden. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zur Geisel. Boden verstärkt! Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. No! Fuck you! Zugangssperre, Einsatzbereich. Abstand halten. Was macht ihr? Hey, du Bastard! Wer schießt mich schon wieder um?